Und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich will euch heute hier diesen Scania R-Topline vorzeigen. Da ist auch ein Trailer mit dabei. Den schauen wir uns dann separat nochmal an. Aber ja, ist auf alle Fälle eine Fix-Version, ne? Denn dieser Mod stammt von der Version 1.26, also schon ein bisschen her. Und ja, den will ich euch jetzt hier mal vorstellen. Was hier wird denn hier überhaupt alles mit dabei? Weg hier mit dem Inventargedöns, brauchen wir jetzt nicht hier. Topline, klar, Fahrwerk passt. Hier steht 500 PS, hier steht 620, aber anscheinend haben wir bloß 500 Pferde. 12 Gänge. Interieur sieht dann so aus. Boah, ganz gut. Das passt auch alles. Diese Punkte sind hier hinterlegt, aber die könnt ihr vergessen. Die brauchen wir hier jetzt nicht. Da ist halt, wie er ist, da müsst ihr halt mit klarkommen, ne? Ja, hier sind klar ein paar kleine Punkte da, aber das ist hier nichts zu machen hier, ne? Das ist halt, wie er ist. So, dann starten wir mal hier diesen Scania. Wir haben zwei Navis, einmal hier und einmal hier oben. Hätten sie eins weglassen können. Dashboard. Sieht ganz schick aus hier. Ich habe hier einen kleinen Texturfehler hier an dem Schalter hier, aber okay. V8 Sound. Liftachs haben wir keine. Aber ansonsten sieht er ganz gut aus, würde ich sagen. Also mir gefällt er. Auch wenn er schon komplett fertig ist. Gehen wir dann gleich mal zum Auflieger. Den findet ihr am Aufliegerhändler. Der ist dann gleich hier ganz oben. Bei den Standardtrailer ist er jetzt hier mit hinterlegt. Bei den Ausführungen können wir natürlich hier nichts ändern. Ne? Der ist halt auch so, wie er ist. Da seht ihr hier. Da brauche ich gar nichts anklicken, weil das funktioniert nicht. Der ist halt einfach hier einzeln. Ne? So, dann gehen wir gleich wieder zurück. Supp. Also so wie er ist, klickt ihr hier drauf und geht dann gleich auf Kaufen und switchen in eure Garage. Ne? Und dann schauen wir mal, was für eine Fracht hinterlegt ist. So, jetzt fahren wir hier mal raus aus der Garage und schauen uns den mal an. Trailerkabel haben wir hier natürlich keine. Könnt ihr hier gut sehen. Jetzt hier nicht mit dabei, aber der Trailer funktioniert soweit. Ich würde sagen, da schauen wir uns dann auch noch den Nachtmodus an. Der ist vielleicht auch ganz wichtig. Und die ganzen Lampen hier, sieht bestimmt schick aus. So, dann machen wir den Lichttest. Mal unser Standlicht, Abblendlicht. Funktioniert soweit alles ganz gut. Und Umleuchten haben wir keine. Sind zwar welche verbaut, aber die funktionieren hier nicht. So, hinten das Heck, mal vom Trailer. Ja, entweder gehen dann die Lampen nicht. Zumindest gehen die in der Mitte gehen, aber die anderen gehen irgendwie nicht. Ja. Okay, wirklich geht. Bremslicht. Blinker, vielleicht ist das beabsichtigt, dass die nicht gehen, das weiß ich nicht. Dann nehme ich hier, gehen die auch nicht. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt ist, aber die funktionieren nicht hier, die vier Lampen unten. Aber ansonsten funktioniert soweit schon mal alles hier, ne? Auch hier im Interieur. Licht funktioniert alles. Hier wird sogar alles rot angezeigt, aber Interieurlicht haben wir hier keins, ne? Nee. Schauen wir mal zum Frachtmarkt. Auftragsangebot, nämlich zum Ladungsmarkt. Mal schauen, was wir alles laden können. Wir fahren Kühler. Und wie ihr sehen könnt, sieht es alles nach Kühlware aus hier, ne? Dosenfleisch und ja, Getränke und es sieht alles ganz gut aus. Schauen wir mal bis nach ganz hinten. Pflanzen, medizinische Ausrüstung, ja, gut. Das ist sowieso Blumen sowieso. Macht Sinn, Gemüse, Ziegenkäse, also alles Ware, auch Fischstäbchen, Hühnerfleisch, alles für das Kühlgut. Dann würde ich mal sagen, der Frachtmarkt passt zum jeweiligen Trailer hier mit dazu, ne? Jetzt fahren wir mal noch 5 Meter und dann machen wir dann dementsprechend hier unser Fazit.
So, dann kommen wir zum Fazit zum Scania. Also, was haben wir mit dabei? Ja, was haben wir denn mit dabei? Einen komplett fertigen Scania R500, steht zwar 620 drauf, aber es ist R500. Wir haben doppeltes Navi mit dabei hier fürs Interieur. Und dann war es das im Prinzip auch schon. Trailer ist mit dabei, den könnt ihr kaufen beim Aufliegehändler. Das finde ich schon mal ganz gut. Dann könnt ihr eure Frachten fahren, beziehungsweise müsst ihr den Trailer nicht jedes Mal suchen, sondern habt ihr dann immer hinten dran und könnt eure Frachten fahren. Frachtmarkt passt auch. Alles Ware für das Kühlaggregat, also für den Kühler. Sowie Blumen, Fleisch und Dosenzeugs und hast du gesehen. Also das passt auch alles. Ne? Ansonsten würde ich sagen, funktioniert wirklich gut hier. Auch wenn man jetzt ja, nichts dran machen kann, er ist halt wirklich wie er ist. Ne? Mit dem müsst ihr euch halt dann zufrieden geben. Trailerkabel ist natürlich nicht dabei, Animation unterstützen auch nicht. Und ich glaube, dass die Rückleuchten nicht ganz funktionieren. Ne? Also da, wenn ihr jetzt nochmal, wer es nicht gesehen hat, spult nochmal zurück, guckt euch den Nachttest nochmal an mit den Lampen, dann könnt ihr es dann nochmal sehen, da erkläre ich es auch nochmal kurz. Ne? Ansonsten hier, glaube ich, müsste ein kleiner Texturfehler drin sein von diesem Schalter. Aber ansonsten funktioniert eigentlich alles soweit gut. Was wichtig ist, dieser LKW funktioniert nur auf der Version 1.32. Auf der Version 1.33 schmiert euch das Spiel ab, weil da das Dashboard nicht funktioniert. Ne? Das auch nochmal zu erwähnen. Also nur für 1.32, dass ihr da gleich nochmal Bescheid wisst. Ne? Gut, dann wisst ihr Bescheid. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Falls Fragen da sind noch, dann einfach kommentieren. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Scania hier. In diesem Sinn, wie immer, allzeit gute Fahrt, macht's gut, bis bald und ciao.